Hallo Freunde, Cosmic Comic Rider hier. Heute geht es mal wieder um das Thema Grading. Ihr habt nämlich gefragt, ob ich mal ein Video zu den Preisen machen kann oder so, ne? So, habe ich gemacht, ein kleines Video dazu. Kommt jetzt. Viel Spaß. Was kostet eigentlich Grading? Diese Frage kommt natürlich schnell auf und ich versuche das jetzt mal in einem kleinen Video ein wenig zu beleuchten. Denn während sich die Kosten eigentlich ganz easy auf den Seiten der Anbieter zeigen, dachte ich mir, dass es doch Sinn macht, das Ganze mal etwas aufzudröseln, weil welche Möglichkeiten hat man überhaupt und wann lohnt sich der ganze Aufwand? Und solltet ihr jetzt noch keine Ahnung haben, was Grading ist, schaut am besten vorher mein Video dazu an, welches jetzt hier oben eingeblendet wird, aber natürlich werde ich es auch in der Videobeschreibung verlinken. Man ist jetzt also Comic-Sammler und denkt sich, man will seine Bücher auch graden lassen. Denn das macht doch bestimmt Sinn und jeder coole Comic-Sammler hat auch ein paar CGC-Slabs in der Sammlung. Und ich will auch cool sein, ne? Aber so funktioniert das eigentlich nicht. Es geht hier eigentlich immer darum, ob es sich rechnet, da mit dem Grading ja auch Kosten verbunden sind. Die Kosten für den Service selbst könnt ihr ganz problemlos auf den Seiten der Anbieter finden und darauf kommen dann natürlich noch die Kosten für den Versand. Was bei Sendungen in die Vereinigten Staaten nicht unerheblich viel Geld ist. Plus dann noch Verpackung und eventuell haut der fiese Mr. Zoll noch zu, ne? Daher sollte man sich im Vorfeld schon ganz klar bewusst sein, ob und was man überhaupt einschicken will. Das vermeintliche Wertobjekt ist nämlich eventuell dann doch nicht geeignet zum Graden oder die angestrebte Note wurde nicht erreicht und es war ein Verlustgeschäft. Kann alles passieren. Daher breche ich das jetzt mal auf drei Bereiche runter, die immer bedacht werden müssen und auch ineinandergreifen. Was schicke ich ein, wie schicke ich es ein und die Rentabilität. Was schicke ich ein? Das ist wirklich die erste Frage, die man sich stellen sollte, denn es ist tatsächlich wirklich schwer, eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Wenn man mit Wertsteigerung aus der Sache rausgehen will natürlich, ne? Grundlegend kann man alle Hefte einschicken und auch Magazin-Size und was weiß ich ist möglich. Und wie gesagt, die Preise sind kein Geheimnis. Gehen wir mal ein paar Beispiele durch. Ich möchte nur aus persönlichen Gründen ein unfassbar wertloses Heft in schlechtem Zustand graden, weil es halt mein allerliebstes Lieblingsheft ist. Gut, dann mache ich das, kostet Betrag X, ich habe miese gemacht, ist aber egal in diesem Fall, weil es halt das Lieblingsheft, ne? Hier fängt es aber schon an, warum ich ein Heft einschicken will, denn Grading-Anbieter ist nicht gleich Grading-Anbieter. Hier sei vorneweg gesagt, dass jeder Anbieter in seinem Fach gut ist und vom Prinzip die Verpackung sowie das Fachwissen dahinter gleichermaßen gut sind. Aber natürlich gibt es unter den Sammlern Favoriten und weniger beliebte. Also habe ich vor, das Heft lediglich zu verkapseln von einem Profi, dann kann ich eigentlich jeden Anbieter auswählen. Und das ist gerade in Deutschland interessant, da man dann die Kosten für USA, den Versand und so sparen kann und zum Beispiel zu EGS ausweicht. Und ja, ich weiß, es ist für jeden Sammler eine eigene Philosophie, aber steinigt mich jetzt bitte nicht für meine Herangehensweise an das Thema, welchen Anbieter etc. etc. Ich würde zum Beispiel für mein Lieblingsheft, das nur so einen persönlichen Wert hat, würde ich halt auf EGS setzen. Weil die halt auch gut konservieren. Aber schaut man sich den Weltmarkt an, ist klar, dass man als Invest eher auf CGC oder CBCS setzen sollte, will man ein Heft auch eventuell weltweit mit Gewinn wiederverkaufen. Gehen wir jetzt mal von einem anderen Extrembeispiel aus, nämlich dass ich ein Amazing Fantasy 15 in irgendeiner meiner Shortboxen rumfliegen habe. Dann schicke ich das, ohne über die Kosten für alles nachzudenken, einfach bei CGC ein und werde definitiv mit Gewinn herausgehen, weil der Wert ist einfach exorbitant hoch und es steht in keinem Verhältnis mehr zu den Kosten. Was wären schon, sagen wir mal 300 Euro Nebenkosten bei einem Heft, das dann an der 100.000 Dollar Marke kratzt mit einer 6.5 als Note. Interessiert mich dann recht wenig, aber alles was so dazwischen liegt, also zwischen diesen beiden Extremen, da wird es halt eine Rechenaufgabe und führt uns jetzt auch zu unserem zweiten Punkt. Wie schicke ich es ein? Also ganz einfach, ich mache einen Account bei CGC und schicke dann alle Hefte, die ich ausgewählt habe, hin. Moment, Account? Okay. Also bei CGC hat man nur die Möglichkeit, Sachen einzuschicken, wenn man Mitglied ist. Da gibt es dann drei Kategorien und die muss man sich halt dann genau überlegen. Für 25 Dollar im Jahr ist man Mitglied und darf Comics einschicken. Für 150 Dollar im Jahr bekommt man aber schon einen fetten Rabatt und darf die 150 Dollar als Gegenwert einsetzen. Also wenn ich genug Hefte im Jahr einschicke, dass ich auf 150 Dollar komme, mache ich hier nochmal etwas Geld gut. Und für 300 Dollar im Jahr ist das nochmal gesteigert. Also bei 300 Dollar im Jahr muss ich echt schon viele Sachen hinschicken. Ob sich das dann lohnt? Wer weiß, wie viele AF50 ich so in meiner Shortbox rumfliegen habe, ne? Egal, das sind auf jeden Fall die Optionen. Was man jetzt macht, ist einem selbst überlassen. Entweder schickt man alleine Bücher ein oder man schließt sich zusammen, um Kosten zu sparen.
Ja, das ist wohl logischerweise die beste Idee, wenn man vor allem Bücher mit in Anführungszeichen geringem Wert einschicken will oder man nutzt einen Drittanbieter. Es gibt nämlich auch extra CGC-Paten, nenne ich sie jetzt mal, die quasi mit ihrem 300-Dollar-Account ein kleines Geschäft machen mit CGC. Das sind vor allem Presser, die dann ihr Pressing anbieten in Kombination mit dem Graden. Es gibt aber auch Firmen wie Dynamic Forces oder diverse Comic-Shops, die für neue Hefte direkt einen CGC-Kauf anbieten. Das ist auch eine schöne Alternative, weil man dann halt direkt ein neues Heft problemlos mit einer 9.8 graded bei CGC quasi vorbestellen kann. Aber das bringt natürlich nichts, wenn ich meinen alten AF-15 graden lassen will. Lange Rede, kurzer Sinn, wir bewegen uns natürlich zu dem wichtigsten Punkt, nämlich wann sich das jetzt lohnt und was das denn jetzt kostet. Rentabilität. Also neben den offensichtlichen Extrembeispielen, also Lieblingsheft ist gleich definitiv Verlust und mega wertvolles Heft ist definitiv Gewinn, befinden wir uns aber bei anderen Heften immer in einem Bereich, wo man rechnen muss. Ich habe daher mal ein Beispiel für euch erdacht, welches das Ganze hoffentlich gut erklärt. Wir nehmen ein Modern Age Book, welches viel wert ist, aber nicht zu viel und welches extrem wichtig vom Wert her an die Benotung angepasst ist. Ich wähle dafür jetzt mal Venom Nummer 3, First Appearance Null aus dem Jahr 2017. Den Wert mittle ich jetzt aus drei Bezugsquellen, Cover Price, Go Collect und der letzte eBay-Verkauf, den ich so finde. Ist jetzt nur beispielhaft natürlich, ne? Damit man so eine Rechnung überhaupt hat. Wir gehen davon aus, dass das Heft in einem super guten Zustand ist und wir hoffen auf eine 9.8, weil dann sind wir halt der allercoolste Junge auf dem Schulhof, ne? Dann haben wir gemittelt für 9.8 einen Wert von 314,86 $. Allerdings ist der Wert bei einer 9.6 schon nur noch bei 180,65 $. Also sind wir doch schon sehr darauf angewiesen, was die Bewertung angeht, da die schlechtere Note direkt 42,6% des Wertes ausmacht. Also 134,21 $. Also rechnen wir mal zusammen. Also rein beispielhaft, möchte ich nochmal sagen. Ne? Ich habe das Buch, als es rauskam, gekauft für 3,99 $. Dazu kommt jetzt der Versand von 36,99 € via DHL mit 500 € Versicherung, ne? Für hin und CGC schickt für 80 $ via FedEx zurück. Bei einem bis zwei Büchern. Dazu kommen dann die Grading-Kosten für Modern Age Bücher von 22 $. Dann kommen wir auf einen Gesamtbetrag von 150,17 $. Das ergibt natürlich dann ein dickes Plus von 164,69 $. Und das Ganze hat sich durchaus gelohnt. Aber. Natürlich nur, wenn es eine 9.8 wird. Bei einer 9.6 haben wir schon nur noch einen Gewinn von 30,48 $. Jetzt denkt man sich, okay, lohnt sich doch trotzdem. Aber ich habe hier auch vorausgesetzt, dass man das Buch in perfektem Zustand gekauft hat bei Veröffentlichung und ich habe die theoretische Arbeitszeit nicht mit einbezogen. Es ist ja doch immer mit Aufwand und Zeit verbunden, sich um die Einsendung zu kümmern. Also wenn dies dann einen Gewinn von 30,48 $ rechtfertigt, okay, aber ich glaube meistens eher nicht. Außerdem fehlt auch noch der Jahresbeitrag in dieser Rechnung von 25 $. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will, es ist einfach eine Rechensache, so blöd sich das anhört. Und deshalb ist das Einsenden mehrerer Bücher oder das Teilen der Versandkosten immer interessant. Hätten wir jetzt schon 5 verschiedene Personen, die dieses Heft einsenden wollen, wären die Versandkosten schon nur noch bei 27,84 $ pro Heft. Wenn man dann auch eventuell noch einen Rabatt bekommt und die 25 € Gebühr wegfallen, kann sich das Einsenden richtig lohnen. Dann kann man theoretisch auch ganz einfach gegenrechnen, zu welchem Preis ich das Heft Raw, also ohne Benotung, erwerben kann, um Gewinn zu machen. Allerdings wird es dann wieder schwer, so ein Heft zu finden für den entsprechenden Preis, wie ihr euch vorstellen könnt. Abschließend will ich aber noch sagen, dass ihr immer aufpassen müsst beim Kauf von gegradeten Heften, weil es tatsächlich Leute gibt, die sich noch nie Gedanken gemacht haben, was das eigentlich bedeutet und denken, dass diese ganzen Nebenkosten des Gradings auf den Preis draufzurechnen sind. Habe ich tatsächlich auch schon erlebt, dass es solche Angebote gibt. Ist aber definitiv Quatsch. Wenn sich das Grading am Ende nicht gerechnet hat, ist das einfach nur persönliches Pech. So, ich hoffe, ich konnte das Thema hiermit ein wenig beleuchten. Es ist aber wirklich nur so angerissen auch wieder, ne? Und falls ihr noch weitere Fragen habt oder Verbesserungen zu dem Thema, dann einfach in die Kommentare damit. Natürlich ist der Prozess auch übertragbar auf andere Sammelobjekte, die man graden kann, wie zum Beispiel Trading Cards, ne? Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Rechnen, ne? In diesem Sinne, ciao, euer Ryder. Don't give me reason! So, ich hoffe, dieses kleine Beispiel-Rechnungsding hat euch gefallen. Ne? Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keinen Content mehr verpasst. Ne? In diesem Sinne, ciao, euer Ryder.